Ja, Freunde, was geht? Ich bin's wieder, euer Khaled, und herzlich willkommen zur fünften Folge mittlerweile, glaube ich, zu Mafia Definitive Edition. Mafia 1. Ja, Freunde, wir sind schon ein bisschen weitergekommen. Wir haben jetzt zuletzt in der letzten Folge ein Rennen gewonnen. Für jemanden, der leider bei ihm Rache verfolgt worden ist. Aber dennoch bin ich gespannt, wie ich schnack nicht weiter drumrum oder reden nicht um den heißen Brei. Wir machen direkt weiter und bis gleich. Sour 1932. Letzte Runde, Tom. Willst du noch was? Nee, ich gehe nach Hause. Tom, bevor du gehst, tu mir einen kleinen Gefallen, ja? Wie kann ich helfen? Bring meine Tochter nach Hause. Sarah? Mir kam so vor, dass ich keine Begleitung braucht. Sie ist zäh. Aber da sind ein paar Jungs in der Nähe ihrer Wohnung. Idioten, cattivi ragazzi, miese Drecksäcke machen sich an sie ran. Sarah sagt ihre Meinung. Vielleicht sagt sie etwas, das ihnen nicht gefällt. Dann wird's hässlich. Aber wenn du sie begleitest, sollte klar sein, dass sie die Patentochter des Dons ist. Ist mir eine Ehre. Bene. Bene, Bene. Sarah, wir machen zu. Was wird das? Tom begleitet dich nach Hause. Ach, wirklich? Hey, ich nur. Er passt auf dich auf. Gut, wenn du dann ruhiger schlafen kannst. Bis morgen. Ich hol meinen Mantel. Ich warte draußen. Alles gut? Na, wo das wir enden wird. Heute Abend sowieso treffen. Na dann. Und du musst dich nicht darum sorgen, was er denkt. Das ist es nicht, Tom. Er behandelt mich wie ein Kind. Hallo? Verstehe. Beschützerinstinkt. Hat viel erlebt. Haben wir wohl alle. Wo das wohl enden wird, Freunde. Das werden wir. Wir müssen über das Klauen von. Kannst mal das Maul halten. Hey! Ich koche es, also sage ich auch, wo es hingeht. Ich mach dir doch klar für dich, Alter. Halt doch mal dein Maul. Dann lernt er morgen vielleicht mal, sich selber Frühstück zu machen. Thomas. Begleite Sarah zu ihrer Wohnung. Da ist die Wohnung um die Ecke. Könntest du anklopfen? Hab leider nur zwei Hände. Aber natürlich, wir sind doch ein Gentleman. Ist das für mich? Ja, aber leider nicht so viel wie letztes Mal. Es reicht. Nonna sagt, du bist ein Engel. Der Don hasst Verschwendung von Essen. Und das? Das muss Tommy sein. Sarah hat von dir erzählt. Hat sie das? Bist ein berühmter Rennfahrer, Tom. Alle reden über dich. Ja, sie hat recht. Tun sie. Jedenfalls, es wird kalt, Juliet. Wir sehen uns in der Kirche. Okay, einen schönen Abend. Nacht. Buona notte, Tommy. Mama, dein Engel Sarah kommt mit mir essen. Das ist schon der erste Grabstein. Das sind die Nachfries von früher gewesen. Es gibt viele hungrige Leute in der Gegend. Ja. Oh. Ist eine schöne Nacht für einen Spaziergang. Mit der bitte nicht meinetwegen drauf, Tom. Mit der Mundharmonika. Mehr hast du nicht drauf? Hängst dauernd mit dem Ladykiller Sam Trapani rum und dein bester Spruch ist schöne Nacht für einen Spaziergang? Ist doch so, oder? Ja, und wohl.
Oh, da sind Schlägertrupps. Und jetzt? Blumen für die Damen, Signore. Nee, danke. Ich bekomme keine Blumen? Wenn ich dich ausführen darf und nicht nur für Luisa begleite, dann bekommst du Blumen. Hm, könnte passieren, wenn Papst mir die Verabredung nicht verbietet. Er ahnt sowieso was. Luigi? Nee. Die Kerle schleichen schon seit Wochen um mich rum, aber ich hab's dir nicht gesagt, weil ich dich kenne. Ich erwähne es Papst gegenüber einmal und plötzlich wählt er dich als meinen Ritter. Also ja, er weiß es. Wie gesagt, dann hat er kein Problem mit mir. Sonst wärst du nicht hier. Ich weiß, was mit all den anderen passiert ist. Ich hab die Leichen mitversteckt. Ja, also sind wir... Ich wollte dich beschützen, Tommy Angelo. Die ganze Zeit. Lass uns doch morgen Abend ausgehen. Kino vielleicht. Und du kriegst Blumen. Das klingt gut. Oh, hallo, Kleines. Bist du uns untreu? Verpiss dich. Sei doch nicht zickig, Püppchen. Dein Freund kann uns zuschauen, was meinst du? Wollt ihr uns hier Ärger machen? Ärger gibt's, seitdem du unser Mädchen geklaut hast, Kumpel. Ihr Nieten, passt lieber auf. Sonst ist hier für euch Endstation. Und noch einer, der Superman spielen will. Wir kennen dich. Wir wissen, für wen du arbeitest. Salieri war vielleicht früher eine große Nummer. Aber das ist lange vorbei. Nur eine Frage der Zeit, bis Morello ihn abserviert. Ich brauche weder Salieri... noch sonst wen. Nicht für das. Hast du das gehört? Dann zeig, was du drauf hast, du Penner. Oh Gott, wir müssen kämpfen. Wo gehst du hin, Süße? Okay. Du bist ein ziemlicher... Ja, wie hoch? Achso, mit Kreis. Bleib weg von mir. Du solltest dich nicht mit Abschau abgeben. Stech ihn an, ich will blöd sehen. Was glaubt er, wer er ist? Los, wir sind genug mit ihm. Hände weg von ihr! Nee, werde ich nicht. Bist hoffentlich besser als deine Freunde. Das ist halt ein mächtiger, protziger Kerl gewesen. Das hier habe ich drauf. Rechten Haken, das gebe ich zu. Du blutest. Komme zu mir, ich sehe es mir an. Mission Superman erfolgreich abgeschlossen. Was ist? Kommst du ran, lässt dich verarzten? Du bittest mich wirklich rein? Almosenschläger. Ich flicke dich nur zusammen. Jetzt setz dich auf die Couch und roll den Ärmel hoch. Ich hol Nadel und Faden. So schlau. Brauchst du was gegen die Schmerzen? Nein, mir geht's gut. Du musst das nicht machen. Was? Ich weiß, dass es weh tut, Tom. Wenn du mir was vorspielst, kann Pauli dich zusammentackern. Was hast du? Mit Grüßen vom Don.
Okay? Dann Zähne zusammenbeißen. Ja, wird schon gehen. Gut. Ich habe die Dame nebenan wegen deines Geschreis beschwert. Mach einfach schnell, ja? Es braucht, solange es braucht. Schludrige Stiche machen hässliche Narben. Ach ja? Pflegst du viele Kerle zusammen? Nur mein Vater. Ma hat es Luigi manchmal schwer gemacht. Er kann Tellern gut ausweichen. Also hat sie ihm einmal die Stricknadel verpasst. Direkt durch die Hand. Warum? Darum. Sie war eine garstige Trinkerin. So. Nicht perfekt, aber es wird halten. Wenigstens erinnert mich die Narbe an dich. Du bleibst hier. Du stolperst nicht mit Sternen vor den Augen herum. Vor allem nicht, wenn diese Kerle auf dich warten. Ja, okay. Hast du eine extra Decke oder sowas? Nein. Und die Heizung ist aus. Das ging aber schnell. So geht's. Naja. Kapitel abgeschlossen. Sarah. Und die nächste Trophäe. Ja. So schnell geht's, Freunde. So schnell geht's. Gewöhn dich lieber dran. 1932. Das kann ich nicht hinnehmen. Sarah geht's gut, Boss. Hab mich drum gekümmert. Als sie hier anfing, konnte sie nicht mal über die Theke schauen. Ich habe keine eigene Tochter, Tom. Ich würde alles für Luigis kleines Mädchen tun. Ich auch. Würden wir alle. Stimmt, Boss. Wir würden alles für die beiden tun. Glauben diese Bastarde, das hier wäre der Luna Park oder sowas? Ich reiß sie eigenhändig in Stücke. Schutz ist unser Geschäft. Aber wer zahlt schon, wenn er hört, dass wir nicht mal unsere eigenen Leute auf dem Heimweg beschützen können? Also, was sollen wir tun? Verpasst ihnen eine Lektion. Brecht ihnen jeden einzelnen Knochen. Macht sie zu Rollstuhlfahrern. Richtet ihre Visagen so schlimm zu, dass ihre Mütter schreien, wenn sie sie sehen. Wo stecken die Kerle? Ein Informant sagt, wir sollten in Chinatown suchen. Dann weiß Big Biff was. Tommy, geh zu Vinny, hol ein paar Sachen. Wir treffen uns bei Biff. Ja, okay. Lass diese Ratten auf der Straße liegen. Ich will, dass jeder weiß, was Hunden in unserem Viertel machen. Geht klar, Boss. Oh Gott, das wird nicht gut enden. Wir könnten noch in der Gegend sein. Ich sehe mich um. Schau, dass sie weg sind, wenn du bei Biff bist. Gute das Jagd. Wird nicht gut enden, ja. Freunde. Freunde, okay, das wird nicht gut enden. Wenn du mit Winnie fertig bist. Klar, ja. Schlagen wir ein paar Schädel ein. Komm, Maul halten, los geht's. Über zu Enzo. Ab zu Enzo. Hey, hey! Brauchst du ein paar Eisen, Tom? Nee, ich bin schon versorgt. Polly und ich müssen ein paar Kerle ordentlich verprügeln. Ich will sowas nicht rausholen. Wir brauchen nur was zum Vermöbeln. Sam hat eine Lagerhalle von einem Typen durchsucht. Nicht von Babe Ruth persönlich, sagte der Typ. Ist Blödsinn, aber... Für sowas reicht's. Sie werden keine Zeit für Fragen haben. Nein, werden sie nicht. Hey, du hast einen vergessen. Boah, das erinnert mich echt noch an alte Zeiten im Garten, wo wir auch Baseball gespielt haben. Digga, da waren wir noch. Da haben wir noch gefühlt Würmer gewesen. So. Sollen wir jetzt eine Karre mitnehmen?
Komm, ich nehm die Karre, ist mir scheißegal. Triff Poli in Chinatown und dann fahren wir mal nach Chinatown. Ach, das waren die Autos, Freunde, ne? Das waren die Autos von in den 20er, 30er Jahren. So, die richtigen Autos kamen, glaube ich, 60er, 70er. Die man halt so wie heute kennt. Kannst dich aufpassen. Warte. Rechts. Ah, ja, genau. Er hat hier Vorfahrt, rechts vor links, aber gibt's ja in Amerika nicht, ne? Ich hab ja gehört. Weiß, keine Ahnung, wie der Verkehr ist. Wenn man als erstes bei Stopp stehen bleibt, der darf zuerst fahren, glaube ich. Das weiß ich. So, dann gehen wir mal zu Pauli. Zeit. Los, ich bin patschnass. Keine Ahnung, warum Biff in so einem Drecksloch wohnt. Lass ihn. Er ist verliebt. Nee. Gelbfieber von den Shanghai-Filmchen, die wir geklaut haben. Ich mag sie jedenfalls. Dein Problem, Tommy? Du bist immer butterweich bei den Ladies. Biff, alter Fettsack. Wie geht's dir? Schutmau, Lutin, du zahlst mir die Zeit. Dann lass uns unsere Säure gezielt beißen zu lassen. Puppe, gut dich zu sehen. Ruf sie zurück, Biff. Geschäftliches. Geh hoch, bitte. Mu junge Feitai. Also, was gibt's? Wir brauchen Infos. Ein paar Spaßvögel machen Ärger. Haben sich mit Luigis Tochter angelegt. Spaßvögel gibt es viele. Weiter? Eine der Ratten heißt Billy. Hängt mit einer Dumpfbacke und einem haarlosen Schläger rum. Okay, kenne ich. Sich in der alten Werk hat einen Block weiter eingenistet. Handeln manchmal mit Teilen, Kleinkram. Und genau deswegen bin ich hier, Biff. Du bist gut mit Kleinkram. Hinterausgang über die Straße. Ihr findet sie dort. Danke. Man sieht sich. Hey, Poli. Wegen der Kohle. Entspann dich. Ich warte noch auf meinen Kumpel. Nächste Woche einfach abwarten. Den nehmen wir mal mit. 3 von 20 gesammelt. Ja, Pauli, wir kommen hier. Ich komme jetzt. Moment. Lass mich erstmal erkunden. Ach, kann man nicht. Was war das da eben? Haben du und Biff was am Laufen? Ich kenne jemanden mit einer Lieferung Anzüge. Mexikanische. Du bekommst Anzüge aus Mexiko? Nein, du Idiot. Die Anzüge stammen aus einem Lager im Zentrum. Der Schneider stammt aus Mexiko. Jetzt lebt er in Holbrook. Weiß der Don davon? Ja, ja, er bekommt seinen Anteil. Da hört's für dich. Ich hab nichts gehört. Erkennst du die Dreckskerle wieder? Ja. Selbst wenn nicht, müssen wir nur die einzigen Kerle in Chinatown finden, die aussehen wie wir. Da ist es. Okay, da sind wir jetzt wieder in einer Gas Station, Tankstelle oder sonst irgendwas. Big das Ganze break. Läuft so. Ich gehe rein und teile aus. Du machst dasselbe. Kein Geballer. Hat dich das viel Grips gekostet? Nein, wir machen das oft so. Die Garage erinnert mich voll an GTA gerade. Der beste, den ich je gesehen habe. Oh, oh. Billy, das ist der Kerl von neulich. Wir müssen weg. Schnappt ihn euch! Jungs, kommt raus! Du hast hier nichts verloren! Umlegt ihr euch nicht mit uns! Geben wir ihm mal eine Lektion. Schnapp den! Dann mal.
Das wird wehtun. Das ist aber so ein Big Boy. Lass uns mal schnell zu Pauli laufen. Los, die Penner brauchen eine Lektion. Kletter rüber. Lass sie Willi nicht schnappen. Boah. Geh hinter irgendwas in der Kopf, um hierher zu kommen. Ihr werdet hier sterben. Wisst ihr das? Hol die Kanone, Tom. Ich kann nicht zielen. Musst du mir nicht zweimal sagen. Ich nehme Norden, du Süden. Ich gehe hoch, du gehst dadurch. Hey. Okay, klar. Billy, wir müssen weg. Jetzt. Lauf. Los. Bring auf die Fässer. Bring auf die Fässer, jawoll. Oh Gott. Boah, das Aim hier ist voll scheiße. Aber man trifft die wenigstens. Scheiße. Da ist noch einer. Los da, ihr Schweine! Was ist das, Porten? Das Aim ist voll Schrott, Mann. Aiming ist so kacke. Ja klar, genau. Ja, ja, genau. Lauf, los! Oh Gott, was war das denn? Nein! Scheiße! Scheiße! Ich wollte dieses Gewehr da nehmen. Fuck. Da muss er rauskommen. Oh, wo ist der? Da drin sein. Da ist er doch. Boah, ich muss ein bisschen heller machen. So, jetzt holen wir uns mal ein bisschen. Jetzt holen wir uns mal ein bisschen mehr Munition. Ich brauche Munition. Ich brauche ein bisschen mehr Munition. Man kann ja nochmal hochgehen. Da ist ja dieses Gewehr oben. Ja, da.
Repetiergewehr. Aber wir bleiben bei unserer 9mm oder was auch immer. Oh. Schauen wir mal, was wir an Munition hier haben. Taschenrevolver. Man kann nur eine Pistole, das ist ja klar. Naja, Munition ist wichtiger. So, hier ist alles Feuer. Oh, Hilfe! Geh weg! Dienstrevolver? Mehr brauche ich nicht. Rauskommen? Ah, scheiße, ich hab keinen Molotow. Komm doch! Ja, guck. Das ist die CPU wieder. Das ist die CPU wieder. Ach, komm schon, Alter. Ey, da muss ich noch ein bisschen mehr reinkommen. Freunde, da muss ich noch ein bisschen mehr reinkommen. Hat sich der erwischt oder nicht? Hab ich dich! Jemand muss ihn töten! Fällt dir das? Ah, das ist nicht gut! Versager und dann holen wir ihn. Mach sie alle. Schmeißen wir jetzt mal da rein. Kann man den da reinschmeißen? Dafür, dass du mir jetzt Zeit gekostet hast. Du hast mir Zeit gekostet. Rein in den Fass mit dir. Du gehst in den Fass jetzt hier rein. Rein mit dir. Ach Mann, Alter. Ja, guck mal, stattdessen hab ich mir selber wehgetan. Guck mal. Scheiße. So, Freunde, das ist das letzte Mal jetzt. Hol alle hier! Alle! Knetzt diese. Wo bin ich? Schickt sie zum Bestatter! Was? Dachtet ihr, wir kriegen euch nicht? Ja! Ich muss nachfahren! Ja, verflucht! Sie haben ihre gefährliche Truppe gerufen! Molotow ist unterwegs! Von der Seite!
Einfach, wo wurde ich beschossen? Bist du da? Verbandskasten. Hä? Warte. Okay, was sind diese zwei Kreuze da? Was sind die Gefallenen? Okay. Okay. Jetzt können wir aber weiter. Gibt's hier irgendwas zu erkundigen oder so? Was ist der Rabatt? Was haben wir hier? Hier haben wir auch Flaschen, aber nichts drin. Was haben wir da hinten? Auch nichts. Lass uns weitergehen. Tommy, pass auf! Oh. Ich kann noch mehr bieten! Nur du! Wir müssen zum Wagen, Tom! Hau ab! Ich muss... Los, wir müssen dranbleiben! Dann fahren wir mal hinterher, Freunde. An der Stelle musste ich extrem erstmal klarkommen auf die Steuerung. Und beim Fahren ist das extrem, extrem schwer. Vorsicht, Tom, die Straße schwimmt! So ein Panzer fährst du gerade. Keine Sorge, ich hab's im Griff. Das ist echt schwer hier mit dem Fahrzeug. Handling einfach für die Katz. Motors auch für die Katz, obwohl da, keine Ahnung, gefühlt sie nur per Zimmer draufsteht. Da lässt sich wohl jemand richtig ein. Man kann's förmlich hinten aus dem Auspuff Tropfen sehen. Ja, das nennt man Muffensausen, mein Freund. Kann man auch wir hier werden bereuen, Sarah jemals belästigt zu haben, was? Ey, geh weg! Vor die Bullen kommen! Boah, was eine Dreckskurve, Alter. Was eine schlechte Kurve. Der Bastard hat sich selbst zerlegt. Okay, davon erholen Sie sich nicht mehr. Mach ihn alle, Tom. Nein, nein, warte. Bitte. Bitte, ich... will nicht sterben. Mann, Tom. Kein Mitleid für diese Tiere. Der Kerl würde dich doch auch ausknipsen. Du
Du musst sofort abdrücken! Die ist leer. Aber der ist ja sowieso schon platt. Gott, Tom. Reiß dich zusammen. Du weißt, was die mit Sarah machen wollten. Ja. Hey, lass uns hier verschwinden, bevor die Cops kommen, ja? Ja, Freunde. Und das war's. Kapitel abgeschlossen. Gewöhn dich lieber dran. Fortsetzen. Auf jeden Fall die nächste Trophäe. Und es geht immer weiter, Freunde.